Halleluja. Und wisst ihr, was das heißt? Finishing Kapitel 7 and welcome to Kapitel 8. Ja, bitte speichern. Wo denn? Verdammte Axt, ich habe keine Ahnung, wo ich speichern muss. Hier? Da, oder? Ja. Ui, eine Stunde spiele ich ungefähr, oder? So. Wir machen jetzt gleich noch Kristarium und das war's dann. Naudilus, die Stadt der Träume. Oder Naudilus oder wie auch immer. Ich hab's damals Nautilus gelesen. Hey. Seasick? Nope. I'm fine. Okay then. Wisst ihr was, Leute? Ich guck mal eben schnell, wie viel Platz ich noch auf der... Oh, neue Daten erhalten, das ist doch schön. Wie viel Platz ich noch auf der Festplatte habe und demnach entscheide ich dann, ob denn jetzt hier Schluss ist oder noch nicht. Also, bis gleich oder tschüss oder wie auch immer. Okay, Leute, also ein bisschen geht noch. Dann wollen wir mal eben... Ui, das Vermögen an Kristallpunkten ausgeben. Das Lösungsbuch sagt, zu Beginn von Kapitel 8 steht Ihnen zwar ein kleines Vermögen KP zur Verfügung, aber ein kurzer Blick ins Kristallium zeigt, dass die Kristallkosten zum Freischalten neuer Kristalle geradezu explodiert sind. Schalten Sie bei SAS zuerst Hast Augmentor frei und dann sämtliche günstigen Kristalle. Also jene unter 500 Kristallpunkten. Gut, bei Manil sollen wir auf Manipulator, Bann und Engel Heiler gehen. Dann wollen wir mal als allererstes in Richtung Hast. Die ist aber wo? Da. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Müssten wir eigentlich, oder? Ich meine, bei so vielen Punkten. Plumps. Ist das nicht schön? Was erwartet uns denn da? Segen und Ed Foy. Ed Foy ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Gut, dann... Ist jetzt die Frage, wo gehen wir entlang? Was erwartet uns denn hier oben? TP plus 40? Oh Gott, 1000 Kristallpunkte pro Schritt, das ist ja wohl ein Scherz. Elektroschlag, Feuerer, alter Falter, ey. Mega Vita kriegen wir hier schon, das ist ja krass. Mega Vita halt so mal eben die ganze Gruppe, das ist echt krass. Was sagt der Brecher? Der Brecher sagt, ich bin billig, dann machen wir mal den Brecher. Gut. Ding, 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 ding. Sturmstoß. Was bringt das denn? Aha. Schockzerberster und Aggression. Gott, der lernt ja so viel jetzt. Gott, ist ja irre. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz beim Verheerer. Ich glaube, das ist alles, was wir machen werden. So, und hier geht's dann. Ja, komm, die 40 holen wir uns. Das ist gut. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um Vanilleschnucki. Wir wollen als erstes den Engel haben. Mal gucken, wie weit das weg ist und wie viel Leben wir hier kassieren. TP, Angriffskraft, TP, groß Engel. Gott, da ist mega. Wo ist denn Engel bitte? Scherz jetzt, oder? Ja, na toll. Das können wir uns wahrscheinlich nicht leisten. Nee, nicht wirklich. Wie haben die sich denn das bitte gedacht? Hallo? Engel ans Ende der Welt zu setzen? Außerdem bringt uns doch Engel im Moment eh nichts, weil Vanille nicht Anführer ist. Das heißt, wenn wir sterben, dann sterben wir. Dann ist Sense, dann war's das. Verstehe einer das Spiel. Oder das Lösungsbuch. Ein Accessoire! Das Mädchen hat endlich ein Accessoire. Ich fasse es nicht. Gut, da hinten ist Bann. Boah, ey, das sind aber echt
weit gefächerte Ziele, wenn ich das mal so sagen darf. So und so. Ja, so sollten wir das ja ungefähr machen. Und wenn es dann teuer wird, sollen wir dann... Oh Gott, da lernt die Aquara und Eis. Oh, aber hier gibt es eine ganz tolle Stelle zum Leveln und ich werde diese Stelle nutzen, um sämtliche Kristalle voll zu machen. Das ist auch nicht so schwer. Gut, dann machen wir einmal noch Ausrüstung. Uiuiui. Da nehmen wir uns für sie hier auf jeden Fall... Wo ist er? Den Carbonreif. Damit sie auch ein bisschen mehr auf der Pelle hat. Oder er kriegt den Carbonreif. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Warte. Jetzt erst einmal den. Dann kriegst du hier den... Carbonreif. Und du kriegst dafür den Silberarmreif. Ich meine, das ist ja auch okay. Oder? Da hast du bestimmt nichts gegen einzuwenden. Autoprotest ist natürlich auch interessant. Hm. Verlängerung von Positivzuständen ist auch nicht schlecht. Naja. Hat er jetzt Hass gelernt? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, das kann er. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann kümmern wir uns mal eben um die Paradigmen. Manuell, Brecher, Verheerer. Verheerer, Verheerer ist auch gut. Verheerer Manipulator ist in Ordnung, auch Mentor Manipulator. Ja, das ist ja eigentlich alles ganz gut. Ich bin ja hin und weg. Ach, das sind wahrscheinlich die, die wir so eingestellt haben. Stimmt, da hat sich ja nichts getan. Gut, dann wollen wir uns hier noch ein wenig umgucken oder wollen wir nicht, weil hier in diesem Gebiet kann man sich eigentlich nur Sachen angucken und man kriegt halt keine, so gesehen. Aber ich glaube, wir machen hier Schluss, weil uns erwartet eine ganz tolle Cutscene beim nächsten Mal. Und seht ihr das? Ich nehme jetzt schon eine Stunde 20 auf. Da ist langsam Ende mit der Festplatte. Und in 10 Minuten kriegen wir die tolle Cutscene nicht raus. Und dann hätten wir, ja, auf jeden Fall war es das jetzt von heute, von mir. Sass und Vanille sagen... Tschüss und bis zum nächsten Mal und wir können dann halt das nächste Mal sofort losstarten, weil wir ja hier jetzt das Wichtigste schon alles erledigt haben. Ist das nicht toll? Gut, Vanille und ich sagen dann tschüss. Komm Vanille, sag mal was Tolles. Ah, ich kann ja mal was probieren jetzt, warte. Sass. Dreh ich mal hier hin, so und jetzt. Warte. Es klappt nicht. Vanille verzieht übrigens auch das Gesicht, nur das habe ich letztes Mal nicht hingekriegt. Mann, Sass. Du dancest hier aber ab, ich kriege die Krise. Gott, guckt der blöd. Naja, so oder so ähnlich sollte das aussehen. Tschüss und bis dann. Winke, winke, bye, bye.